Hallöchen Leute, hier ist wieder der Deagle. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Wir haben jetzt hier die wunderhübsche Alvida vor uns. Wir spielen mit Lysop, ich tue mir da ein klein bisschen schwer. Und ich versuche diesen Part jetzt ein bisschen mehr zu reden, ein bisschen mehr zu kommentieren. Das war ja schon ganz schön schlimm. Es ist wirklich spät, es ist jetzt 3:15 nachts. Ich nehme für euch auf und wir machen einfach mal weiter. So, Alvida kämpft gegen uns. Und, okay, warte mal, erstmal, oh, wir haben kein Special, doch, wir haben Special, wow, Alter, erstmal Special benutzen, denn ich will die Anzahl der Gegner ein bisschen dezimieren. Oh Gott, Alvida, hau nicht so hart drauf. Ich weiß gar nicht mehr, was mit der eigentlich passiert ist, mit Alvida. Weil die kann ja jetzt so rumrutschen, ne, mit ihrer Alabasterhaut. Komm schon, mit dem Hammer, mit dem Gummihammer, komm schon. Und eine Münze erhalten und Gesundheit hochgezogen. Genau das, was sie erwartet hat, okay. Und hier? Kiesener Max, sehr gut. Wir haben mit allen drei Max. Das hier würde ich aber gerne noch aufheben. 200 Billy. Und den Basenkommandant, den machen wir auch noch so. Den werden wir erstmal knacken, ne? Wenn wir zu unserer Basis machen. Basis eingenommen. Was ist eigentlich mit denen da drüben? Ah, nee. Warte, hier rum. So, und jetzt begeben wir uns mal zur Basis da, Richtung Norden, Loketown Hafen. Ah, da ist auch noch eine Truhe. Da dürfte noch ein bisschen was an Kohle drin sein. 200 Beri. Billy! Unsere Basis, sehr gut. Wow, okay, das war knapp. Ach so, ja, okay. Sanji braucht noch ein bisschen. Ich denke mir schon so, okay, warum tut sich nichts? Hallo, wieso tut sich nichts? Aber Sanji ist da noch gerade auf dem Weg hierher. Ruffy steht da. Da kommt Sanji, Zoro. Wo ist die Nami? Nami! Wo ist denn? Steht Nami drin? Ah, da steht Nami. Umzingelt von den ganzen Kerlen. War ja klar. War ja klar. Okay, und jetzt? Ja, und Sanji rennt einfach mal wieder raus. あんた、いや、俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ベリーだってよ。ミラ、世界中に俺の後頭部が。あんたら、事の深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。 Yo, also Captain Smoker, der versucht jetzt uns sich natürlich hier in den Weg zu stellen. Und das wollen wir halt irgendwie auch unterbinden, so gut es geht. Es ist natürlich schwer. Eigentlich haben wir ja, so rein theoretisch haben wir ja so gesehen überhaupt keine Chance. Oh, da ist sogar Tashigi. Hoppala. Wow, wow, warum ist View? Oh nein, oh nein, Buggy rückt noch vor. Da, das schießen wir gleich mal die zweite hinterher. Okay, Buggy rückt auch noch vor, das ist... Erstmal kümmern wir uns um Tashigi. Schatzereignis. Hey, was haben wir denn da geschafft? Ja,
Ja, der gute Buggy, der kackt sich in die Hose, wahrscheinlich weil ich diese komischen Blitzableiter zerstört habe. Oh nein, ich habe es in die falsche Richtung gemacht. Nicht so schlimm. Levelaufstieg. Ach komm, Tashigi. Ach komm, ich werde jetzt hier mal den Kieselamus benutzen. Lysop und Sanji. Und Tashigi, du musst jetzt leider dran glauben. Und es macht Peng. Oh. Oh, Cutscene. なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたには分からないでしょうけど、 私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。しまいにあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんなこと供みたいな。真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で、私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。 Ja, so eine Cutscene. Die Szene kenne ich auch noch aus dem Film. Aus dem Film sage ich schon, aus der Serie. Wer kennt die nicht? Generell diese... Oh nein, ernsthaft, Ruffy? What? Hä? Ruffy, ernsthaft? Okay, okay. Wir versuchen erstmal... da unten hinzugehen. Ja. Okay, oh Mann. Ich habe das Gefühl, man muss echt mit Lysop viel mehr so aus dem Stand arbeiten. Okay, Buggy wird erstmal angegriffen. Okay, wir werden jetzt mal Zoro nehmen für den Kizuna-Modus. Und jetzt geht's rund. Okay, und jetzt wird aufgeräumt mit der Special. Oh, 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 Leute, 4-4. Oh, und Buggy zieht sich instant zurück. Guckt euch das mal an, wie cool ist das denn? Nur dieser wache Basenkommandant steht noch. So, wir versuchen mal. Wir versuchen jetzt mal, die Basis einzunehmen. Ja, kommt mal rein, Leute. Kommt mal rein. Erstmal werden die ein bisschen dezimiert. Also die Zahl
der Marinesoldaten. Okay, komm schon. Territorium eingenommen. Das wollte ich noch. Oh nein. Oh nein, Smoker erscheint. Ernsthaft. Okay, also Lysops Schüsse sind schon stark. Also kannst du jetzt eigentlich nichts dagegen sagen. Ruffy, pass auf. Besiege Smoker. Oh nein, Smoker ist Boss. Smoker ist Boss. Ja, Smoker ist Boss. Smoker ist ein Boss, aber er ist auch Boss. Und er ist Held. Nein. Okay, Logia-Charaktere sind unverwundbar durch normale Angriffe, solange sie verwandelt sind. Erst wenn ihr K.O.-Balken auf Null fällt, fallen sie sich zurück und können wieder getroffen werden. Wenn ein Schocksymbol während einer Lücke im Angriff des Gegners erscheint, ist seine Logia-Fähigkeit aufgehoben. Normale Angriffe können ihn währenddessen verwunden. Schauen wir doch mal, ob er treffbar ist. Ein bisschen. Oh Gott, mit Zorro. Dann versuche ich das lieber mal mit Zorro, weil da kriege ich das eher wieder auf Max bei Kizuna. Nein, nein, nein. Oh, ist er treffbar? Smokers Heldenpower ist beendet. Und dann hauen wir nochmal den Kizuna-Modus rein. Okay, sind jetzt hier zu dritt. Und hauen noch die Special rein. Dreier-Special müsste Smoker den Rest geben. Oh, ist doch wieder Vierer-Special. Doch eine Vierer. Oh, da kann er. Da muss er einpacken. Nicht? Nicht! Er hat's überlebt. Oh, Smoker ist viel zu badass. Smoker ist viel zu badass. Viel zu badass. Yay, wir haben gewonnen. Ich glaube, Lysops rennt irgendwie schneller als alle anderen. Lysop, der Angsthase, rennt schneller als alle anderen, oder? Kommt es mir nur so vor. あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかし、お前何もこんな嵐の中を。なあ。よっしゃ。グランドラインに船を浮かべる浸水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。 Ja, to be continued. Da geht's dann in Spiral Mountain hoch. Sehr coole Sache. Jetzt haben wir auch mit Lysop gespielt. Es ist etwas schwieriger, etwas nerviger. Poster von Smoker erhalten. Sehr gut. Okay, kommen wir jetzt zu den Münzen. Ja, bitte einmal automatisch einfügen. Sehr gut. Fähigkeit Konzentration erhalten. Also, Smoker kann im freien Lock benutzt werden. Das ist schon mal ziemlich cool. Also, jetzt geht's den Spiral Mountain dann hoch Richtung Grand Line. Ich bin jetzt mal gespannt, sind wir bei Kapitel 2 oder ist das noch Kapitel 1? Ich bin ja immer gespannt, wie das nach Kapiteln eingeteilt ist. Also, würde mich echt mal interessieren, weil der nächste Halt, der müsste ja dann sein. Ja, Kapitel 2. Prolog, Kapitel 1, hier alles und Totenkopf und Kirschblüten. Wen treffen wir da?
Das müsste jeder von euch ja eigentlich wissen. Empfohlenes Level 14. Oh, Lissop ist auf 14. Ich will wieder mal mit Zorro spielen. Berry-Wachstum. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir mal die Segel. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann kann ich hier schon mal anfangen und hoffentlich kann ich es dann quasi im nächsten Part beenden. Das wäre ganz schön praktisch. Aber wir fangen jetzt an mit Kapitel 2. Sehr tolle Sache. Totenkopf und Kirschblüten. Die Strohhutpiraten entkamen aus Loguetown und machen sich endlich auf den Weg Richtung Grand Line. Bald erreichen sie eine Insel, wo sie auf Mitglieder der Barockfirma, einer Kopfgeldjäger-Geheimorganisation, trafen. In diesem Kampf beschützten Ruffy und seine Crew Vivi, Prinzessin des Königreichs Alabasta, die verdeckt in der Barockfirma ermittelte. Berührt von Vivis Wunsch, ihr Heimatland aus den Fängen des Bürgerkriegs zu befreien, wollen sie sie sicher zurückbringen. Nach ihrem hastigen Aufbruch bekam Nami jedoch ein schweres Fieber und brach zusammen. Vivi bestand darauf, dass Nami dringend behandelt werden müsste, bevor sie weiter reisen konnten. So landete die Crew auf der Winterinsel Drum. Einst vom Königreich Drum regiert und bekannt als das Land der großer Ärzte, befand es sich in ständigem Fall, seit der König Warpul geflohen war, um einen Angriff von Piraten zu entgehen. Die Ärzte der Insel waren von Warpul gefangen genommen worden. Nur eine Ärztin namens Dr. Kulea lebte noch in einem Schloss in den Bergen Drums. Ruffy und seine Crew überwanden viele Hindernisse durch die unbeugsam verschneiten Bergen auf dem Weg zum Gipfel, bis ein Weiterkommen nicht mehr möglich schien. こいつは全身凍傷になりかけて、こんな格好で何のつもり？こっちは出血がひどいんだ。あばらロープンと背骨にひび、俺がオペしていい。一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。 大丈夫だ。 あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと直してやるから。あ、うん、なんだよ。わかったよ。助ける。チョッパー、治療だ。頂上に到達したルフィはドクター・クレハとチョッパーに救われる。 ナミとサンジの治療も間に合い、自らも手当てを受けた。回復したナミはドクター・クレハにチョッパーについて尋ねる。ドクター・クレハはチョッパーの悲しい過去を語り始めた。人々の身を食べたトナカイ、トニー・トニー・チョッパー。彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった。傷ついた彼を唯一受け入れたヤブ医者ドクター・ヒルルク。彼は チョッパーを息子として扱うが、死病に侵されていた。国を癒すため、ヒルルクはある研究に余命を費やしていたが、医者狩りを掲げたワポルの罠により、世を去ってしまう。チョッパーはヒルルクの意志を継ぐため、ドクター・クレハのもとで医術を学んでいたが、その心は未だ傷ついたままであった。待てこら！ さっき喋ってなかったか？ん？そういやあいつ二本足で立ってたような。バケモンだ！なんだありゃ、二本足で歩いてトナカイでモコモコで。チビででかくなってバケモノで。
Also ich muss mir das Lachen schon ziemlich verkleifen. Also ich glaube, ich habe noch in Erinnerung, dass Ruffy erst versucht hatte, Chopper zu essen. Und gesagt hat, Sanji, den musst du kochen. Aber okay. Gegen Whirlpool geht's das nächste Mal. Wir haben quasi jetzt hier die Cutscene da schon angefangen. Ich würde aber den Part jetzt hier dann wohl doch an der Stelle beenden. Zeit ist schon größtenteils rum. Ja, es geht gegen Whirlpool. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ich musste mir echt das Lachen verkneifen während der Cutscene. Was ich noch... Okay, nee. Erzähle ich dann im nächsten Part. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Da geht es dann gegen Whirlpool auf einer sehr interessant aussehenden Map. Ne? Sieht aus wie... Okay. Auf jeden Fall, im nächsten Part geht's weiter. So, das war's für heute. Ne? Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.